50, wie war es auf dem Peter und Paul Fest? Wir wissen es nicht, wir waren in dem Jahr leider zu der Zeit im Urlaub. Auf jeden Fall springen wir jetzt mal in eine ganz andere Geschichte. Wir haben heute sehr viel gesehen von der Umgebung und auch vom Ort. Ich muss sagen, es ist ja sowieso schon von der Straßenführung in Delitzsch was für Kenner. Aber jetzt so während des Festes ist es besonders gut. Also wir haben manche Gassen wirklich mehrmals gesehen aus verschiedenen Richtungen. Und das ist wirklich mal schön, wenn man mal so einen Ort so wirklich mal so über mehrere Stunden aus verschiedenen Perspektiven, man kommt ins Gespräch mit Leuten, du fährst durch und dann sagt einfach jemand, ey du Arschloch, hier darfst du nicht. Und dann sagst du, Mensch, das ist jetzt auch nicht, weiß auch nicht. Jedenfalls sehr interessant. Wir haben es ja Gott sei Dank noch gefunden, wir hätten fast schon auf der falschen Bühne aufgebaut, aber da hat uns eine Kindertanzgruppe an dem Schlimmsten gehindert. Deswegen freuen wir uns, dass wir die richtige Bühne gefunden haben. Und weil wir so viel gesehen haben heute, sind wir heute, muss ich sagen, landschaftlich sehr inspiriert. Und wenn man Musik spielt, mit die landschaftlich inspiriert ist und sie kommt aus den USA, dann ist das Country Music. Und wir möchten euch jetzt einladen, mal in die Hosentasche zu greifen, euren imaginären Cowboy-Hut rauszuholen, denn wir wissen, in jedem steckt ein Lucky Luke. Also setzt ihn auf, die Daumen in die Hosentaschen, leicht in die Kniefedern und dann laden wir euch ein zum Square oder Line Dance oder Ausdrucks Dance oder Lance Dance. Sucht euch was raus. Country Music. Geht so. Back in 52, flying away, contents are tuning in on you. If I was young, I didn't stop you coming true. Oh, oh, oh.